Was geht ab, Freunde, und willkommen nach langer Zeit wieder zurück zu einer neuen Folge von Evoland. Ja, die Gamescom ist vorüber. Ein sehr erstaunliches und unglaubliches Erlebnis. Und nichtsdestotrotz sind wir hier in der tristen Welt von Evoland zurück und reden zunächst mit Yugis Vater. Yuki mag nicht mehr unter den Lebenden weilen, doch ich spüre ihre Gegenwart. Ich weiß, dass sie Nedo begleitet. Ihre Kraft wird für immer mit ihm sein. Ich kann nicht fassen, dass Yuki tot ist. Es ist ein trauriger Tag für die Annalen von Aogai. Ihr Tod war nicht umsonst. Sie hat ihre Kräfte auf Nedo übertragen, damit er die Welt retten kann. Ich habe gegen den Popschutz gespuckt. Nun seid ihr unsere einzige Hoffnung, Zephyrus zu besiegen. Der eigentlich schon tot sein müsste. Mit der Kraft von Yuki werdet ihr stark genug sein, ich glaube an euch. Scheiße, jetzt muss ich alle Stimmen auspacken. Wir alle glauben an euch. Kommt vorbei, wenn ihr etwas Zeit habt, vielleicht kann ich helfen. Oh, wir sind alle verdammt. Drei Punkte, wie soll ich das vertonen? Die meisten von uns glauben an euch, nicht übel, oder? So, ich habe die Stimmen verwechselt, ach, voll egal. Gar nicht übel, ich glaube fest, dass Yuki nicht umsonst gestorben ist. Nedo, ihr müsst zum Mana-Baum aufbrechen und Zephyrus besiegen, ein für alle Mal. Das riecht nach Ende. Ich gebe euch mein Luftschiff, nur damit gelangt ihr zum Mana-Baum. Das Schicksal der Welt liegt in euren Händen, Nedo. Luftschiff, genug gelaufen, willkommen an Bord von Air Evoland. Ihr müsst zum Mana-Baum aufbrechen und Zephyrus besiegen. Ihr findet den Mana-Baum nördlich der schwarzen Zitadelle. Vergesst nicht, dass ihr nur mit dem Luftschiff dorthin gelangt. Jo, Alter. Was geht? So, wir gehen also jetzt nördlich von der schwarzen Zitadelle. Warte mal, der eine Typ hier wollte doch, dass wir bei ihm vorbeikommen, denn er hat vielleicht noch etwas Hilfreiches für uns. Ach was. Als ich noch jung war, kamen viele reisende Händler nach Aogai. Jetzt, wo die Ödnis in sich ausbreitet, kommt niemand mehr her. Allerdings hörte ich neulich, dass ein Händler im nordwestlichen Wald niedergelassen haben soll. Vielleicht hat er interessante Waren auf Lager. An vier verschiedenen Orten in Evolandia sind Sterne versteckt, doch nur große Abenteurer vermögen sie alle zu finden. Ihr habt bereits 21 von 30 verborgenen Sternen gefunden. Ich hörte, dort soll es einen Stern geben, Schrein der Babumut. Ach wie jetzt, der hat uns jetzt gerade... Ach, ist ja krass. Spielt ihr Doppelzwilling? Ihr braucht mehr Karten, um Champion zu werden. Ihr habt bereits 17 von 23 Karten gefunden. Ich bin ziemlich sicher, dass dort eine Karte versteckt ist. Schrein der Babamut. Ach, das ist ja geil. Da wir jetzt noch gar nicht in diesem Gebiet waren, mit der Schrein von Babamut, wissen wir, dass wir bisher alle Karten und alle Sterne haben. Ach, das ist ja voll geil. So, und Chobokos? Kennt ihr euch mit Chobokos aus? Sie sind eine Spezies gelber Riesenvögel. Sie leben in der Ebene im Norden. Aber tut euch nicht weh, sie haben sehr spitze Hauer. Gekocht ist ihr Fleisch eine wahre Delikatesse. Ich kenne da jemanden in Aogai, der es zubereiten weiß. Wir kennen keinen Chobokos, weil wir ihnen noch nicht begegnet sind. Ach, das ist ja cool. Das ist also jetzt der Typ, der uns sozusagen kleine Hinweise gibt. So, du hast auch nichts Neues mehr. Nein, natürlich nicht. Okay. Dann gehen wir mal weg. Kannst du uns... Ihr müsst zum Mana-Baum! Zum Mana-Baum! Zum Mana-Baum! Aufbrechen und Yuki retten! Yuki retten? Hä? Ist nicht tot? Egal, speichern. Ach, hier ist...
Alles klar, also, hallo und willkommen zurück. Ihr habt vorhin einen Schnitt gesehen, weil ich planlos rumgelaufen bin und nicht gecheckt habe, dass das Schiff, weil es heißt, es soll nördlich von der schwarzen Zitadelle sein, da wo wir jetzt hin müssen, dachte ich mir, okay, gehen wir zur Zitadelle und fliegen von da aus dann nördlich. Nein. Es ist auch nicht in der Höhle. Nein. Es ist vor der Stadt, was man natürlich nicht sieht, wenn man hinter der Stadt ist. Danke. Danke, Spiel. Ihr seid die Besten. Okay. Dann habe ich jetzt so ungefähr 9 Minuten umsonst gespielt, glaube ich. Geil. Ah, ich kann selber fliegen. Achso, mit Leertaste landen. Das ist cool. Ja, was ich übrigens beim Turm nicht funktioniert, ist, reingehen. Ja, nur mal so kurz nebenbei. So, und hier müssen wir nämlich hin. So, und hier gibt's noch einen versteckten Wald. Kann man eigentlich... Nein, er kann es wirklich... Er blockiert es, automatisch. Das ist doch nicht euer Ernst. Oh, ein Glück, nur der Boss. Oh, ich hatte sogar Angst, ey. Zephyros, komm hervor, zeige dich. Ich habe euch erwartet. Was? Endlich seid ihr hier. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Vor langer Zeit herrschten die Meinen über dieses Land, doch man machte Jagd auf sie, um ihre Hörner zu rauben. Nur ich habe überlebt. Und heute werde ich Rache üben. Euch wird dasselbe Schicksal wie das Mädchen allen. Der Mana-Baum soll eure ergrabt werden. Ach, das ist jetzt ein Real-Life-Kampf. Also ist jetzt nicht böse gemeint, ne? Oh, ich kann sogar diese Special-Effekte. Hier dieses... Ich dachte erst, weil er so ein Auge auf der Brust hat, muss ich... muss ich ihm das abschießen. Komm schon, nein! Au. Mit einem Pfeil. Wo schickst du hin hier? Nicht getroffen, verdammte Axt. Ja, genau, reingelaufen. Perfekt. Ich weiß immer nicht, ob ich ranlaufen darf oder nicht. So, komm, ja, wir machen nicht fertig. Doppelschlitz. Ja, Doppelschlitz wieder. Ja, sein eines Auge ist kaputt. Wir sind sein von uns raus rechte Hand. Na, das bringt uns jetzt nichts. Er sieht aber unglaublich cool aus. Jawohl. Seine Arme sind zerstört. What the fuck? Okay, hört dann auf. Ja, wir sind... Aua. Wir sind tot.
Und versucht der zweite. Dritte. Siebte. Nee, dritte. Ich verstehe die Bossmechanik noch nicht ganz beim letzten. Also ich weiß, was funktioniert, aber ich weiß nicht, wie wir das hinkriegen. Ja, Treffer. Ja, so. So, zack. Schlitz, Schlitz. Fahrt's. So, ja, okay. Schlitz, Schlitz. Okay. Schlitz, Schlitz. Hä? Hä? Wo schlägst du hin? Da. Schlitz, Schlitz. Hä, wieso dreht er sich denn automatisch in die Mitte? Dreh dich doch mal nach links oder nach rechts, mein Freund. Schlitz, Schlitz. Schlitz, Schlitz. Ja. Yeah. Ja, wir werden hier getroffen, ist egal. So. Nein. Ah, verdammt. Okay, wir müssen wieder nach rechts laufen. So, Schlitz, Schlitz. Okay, okay, okay. So, zack. Schlitz, Schlitz. Ja, yeah, verdammt, ja, geil. Nein, ah, boah. Ja, 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 ja. Und Schlitz, yeah, wieder seine Hände weg. Okay. Yeah, wir können die Kugel treffen. Was? Ja, oh, puh, wir haben ihn getroffen. Okay, okay, okay. Wir tasten uns langsam vor. Jawohl. Wir haben die Kugel getroffen. Perfekt. Ja, so, zack. Rumlaufen. Nein! Ah, oh, das ist immer so knapp. Komm, 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 komm. Halt an. Jawohl. So, jetzt aber. Ja, viel näher dran. Jawohl! Schlitzer! Komm, komm. Halt an, halt an. Jawohl. Sehr nah. Schlitz! Wir haben ihn besiegt! Nein, warte, was ist das für eine Kugel? Oh oh. Das ist böse. Das ist ganz böse. Das ist er. Zephyrus. Ihr mögt meine steinerne Rüstung zerbrochen haben, doch in dieser Gestalt könnt ihr mir nichts anhaben. Ich werde euch mit Haut und Haaren verbrennen. Ist es das, was ich denke? Oh, tatsächlich. Okay, Ganondorf-Fight. Blaue Kugel? Ja, war's wieder. Okay, also jedes Mal die dritte ist die blaue Kugel. Na, komm her, mein Freund. Nein, doch nicht die dritte. Die aber. Ja, geil. Wenn er so mega beschissen dasteht, kann ich natürlich auch super dafür sorgen, dass die blaue Kugel auch wieder zu ihm zurückfliegt. Au. Hit, Bitch. So. Jawohl. Ah, war klar, dass er nicht nochmal die blaue macht. Ja, ja, ja. Und bam. Das war fast klar. Das war klar. Das war auch klar. Jetzt kommt die blaue. Schlitz. Was? Oh, wir können ihn sogar verfehlen. Krass. Das ist er. Woohoo! Bam. Na, was los? Vielleicht wären wir in einer anderen Welt Freunde gewesen. Hätten wir auch so sein können. Du hast uns ja gleich angegriffen. Sorgt jetzt gerade die Macht des Mana-Baums auf? Ja, wir sind ein Held. Wir haben Zephyrus besiegt. Und jetzt? Ah, Fade Out. Hey, das war Evoland! Yeah, das war Evoland von Shiro Games mit den 3D-Grafiken von Etienne Markowski, Jeremy Kuro Vitri, 2D-Grafik von Jeremy Kuro Vitri. Die Story war von Nicolas Canassi, Sebastian Vidal, die Programmierung von Nicolas Canassi. Und da links sieht man die ganze Zeit den durchlaufen. Die Musik und die Sound war von Camille Schwell.
Shakam als Spitzname. Level-Design war von Sebastian Vidal und Nicholas Kennessy. Originalidee war von Nicholas Kennessy. Evoland Classic in 48 Stunden für die Ludum Dare Wettbewerb entwickelt. Im Spiel. Monster schlechter war ich. Die Heilerin war Yuki. Ja, man konnte ja die Charaktere benennen. Also ich habe jetzt 40 Minuten gebraucht dafür. Macht des Bösen war Zephyros, den man nicht benennen konnte. Spielen ihr. Besonderen Dank an Laurent Paquet, Tagasso und Philippe Rinoli, Airi und Freinacht, Legend of Zelda, Final Fantasy, Dragon Quest, Diablo und viele mehr. Danke fürs Spielen. Kein Ding. Geiles Game. Ihr habt 91,2% des Spiels abgeschlossen. Das ist richtig, weil wir haben jetzt nichts mehr gefunden. Also Schrein des Babamut gibt es tatsächlich... Ach, der Schrein des Babamut ist die Mine. So, ihr habt das Spiel gewonnen. Drückt Aktion, um zum Titelbildschirm zurückzukehren. Und wir haben den Fortfahren-Button immer noch. Weil wir jederzeit jetzt hier wieder neu starten können. So, das eröffnet uns natürlich eine ganze Menge neuer Möglichkeiten, denn wir können jetzt überall hinfliegen. Hier zum Beispiel können wir hinfliegen, hier können wir hinfliegen, über die Berge können wir nicht rüberfliegen, generell nicht. Hier oben können wir hinfliegen. Ja, wir haben jetzt hier alle Bereiche frei zur Verfügung, je nach Wunsch und Lust und Laune. Ich kann mich nicht mehr entsinnen, wir kommen hier oben gar nicht mehr hin, ins Dorf. Nee. Kommen wir auch nicht. Das Dorf hier oben ist rein fiktiv. Wir kommen dort nicht mehr hin. Und hier oben ist übrigens noch ein Camp. Da gehen wir jetzt nochmal zum Schluss gucken als kleines Special, weil ich will doch nicht 100%. Wartet. Händler. Ich bin einer der letzten reisenden Händler, ein Nachfahre des legendären Dorneko. Doch jetzt bin ich völlig ausgehungert. Seit Tagen habe ich nichts gegessen. Wenn ihr mir etwas gutes Fleisch bringen könnt, werde ich etwas Nettes dafür springen lassen. Ach was. Okay, also bräuchten wir nur, Choboko. Oder wie die hießen? Choboko waren es, oder? Ja, ich glaube schon. So, und jetzt können wir halt mit unserem Luftschiff nochmal alles erkunden und theoretisch die 100% voll machen. Werde ich aber jetzt nicht machen. Ich will das Let's Play-Projekt nicht sehr länger, viel länger in die Länge strecken. Und ja, das war's also mit einem sehr frustrierenden... Ach komm, jetzt machen wir einmal Babamut. Weil ich spiele das Spiel danach sowieso erstmal nicht weiter. Irgendwann hole ich mir die 100% noch, aber jetzt machen wir nochmal Babamut. Fickt euch, ihr kleinen Missgeburten. Hau raus, Bro. Mach sie fertig. So, einmal ausrotten, bitte. Instant Kill. So, ihr könnt mich mal. So. Freunde, das war also Evoland. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Das war jetzt ein sehr zusammengeschnittener Part. Wird wahrscheinlich auch über Länge haben. Und ja, es war ein geiles Spiel. Holt es euch auf jeden Fall. Ist bei Steam und auf MMOGA verfügbar. Ich werde irgendwann vielleicht auch noch den zweiten Teil Let's Playen. Da weiß ich noch nicht genau, ob und wann. Und ja, ich habe zwar angesagt, dass Sly 3 als nächstes auf Englisch gespielt wird, aber ich möchte gerne zurück zu meinen Wurzeln kehren. Und mir ist klar geworden, ich will demnächst erstmal Nintendo-Spiele Let's Playen. Neben Hitman, bis Hitman zu Ende ist. Und das heißt, ich werde mich auf alle guten alten Nintendo 64-Klassiker meiner Kindheit zurückstürzen und vielleicht eventuell auch ein paar Wii-Spiele anspielen. Weil ich die Möglichkeit dazu habe. Ich bin mir aber noch nicht sicher, wie ich das machen soll oder wie ich das machen werde. Deswegen muss ich da mal schauen. Aber wir kriegen das auf jeden Fall hin. Ich danke recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Lasst Kritik, Kommentare und Bewertungen da. Und für den Fall, dass ihr keine Folgen verpassen wollt, drückt auf Abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, im nächsten Let's Play-Projekt. Bis dahin, peace out, euer Raccoon Set Play und ciao.